vor genau 30 Jahren ereignete sich der Reaktorunfall in Tschernobyl. Was viele nicht wissen, ein Mann aus Schweden spielte damals eine heldenhafte Rolle, denn er hat die Welt vor noch Schlimmerem bewahrt. Ein junger Mann in Panik. Er hat eine entsetzliche Entdeckung gemacht. Ohne ihn und den Schuh in seiner Hand könnte unsere Gegenwart anders aussehen. Das ist seine Geschichte. 26. April 1986. Kurz nach Mitternacht. Bei der Simulation eines Stromausfalls und infolge schwerwiegender Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften explodiert der Reaktor in Block 4 des sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl. Der gefürchtete Super-GAU. Er ist eingetreten. Noch ist Europa ahnungslos, denn Moskau schweigt. Es dauert fast 72 Stunden, bis die erste Meldung veröffentlicht wird. Und das verdanken wir in erster Linie diesem Schweden. Sein Name Clifford Robertson. Wir sind an einem Gymnasium in Uppsala, 1500 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Hier unterrichtet ein ganz besonderer Mathelehrer. Er ist der Mann, der vor 30 Jahren dafür gesorgt hat, dass Moskau die Weltöffentlichkeit informieren musste. Lange bevor seine Schüler geboren waren, hat Clifford Robertson eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts entdeckt. An den Tag, der nicht nur sein Leben, sondern auch das von Millionen anderer Menschen für immer verändern sollte, kann sich der 59-Jährige gut erinnern. Dieser Tag war wirklich besonders. Anfangs habe ich es nicht verstanden, er hatte ganz normal begonnen. Und plötzlich geschahen diese merkwürdigen Dinge. Und ich hielt immer noch alles für normal. Aber irgendwann wurde es so bizarr, dass ich keinen anderen Tag in meinem Leben finden kann, der sich damit vergleichen ließe. Es war absolut unwirklich. Es ist der 28. April 1986, kurz nach 6 Uhr morgens. Clifford ist auf dem Weg zu seiner Arbeit im schwedischen Atomkraftwerk Forsmark. Es liegt 80 Kilometer nordwestlich von Uppsala. Die Explosion in Tschernobyl liegt zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Stunden zurück. Der 29-jährige Kernphysiker hat gerade sein Studium beendet. Erst seit kurzem arbeitet er in Forsmark. Clifford ist heute früher dran als gewöhnlich. Im Pausenraum des Kraftwerks nimmt er sein Frühstück zu sich. Allein. Schließlich macht er sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz innerhalb der Sicherheitszone. Dafür muss Clifford die Personenstrahlungsmessung passieren. It was so strange because das war so seltsam. Ich war ja noch gar nicht in der Anlage und plötzlich ging der Alarm los. Normalerweise ging der Alarm nie los, nicht mal wenn ich von drinnen kam. Und dieses Mal kam ich ja von draußen. Ich versuchte es also noch einmal und es geschah dasselbe. Ein Sicherheitsmann kam und bat mich, es nochmal zu probieren. Und beim dritten Mal gab es keinen Alarm mehr. Also dachten wir, okay, der Detektor muss kaputt sein. Clifford beginnt mit seiner Arbeit. Er ist für die Überwachung der Strahlung innerhalb des Sicherheitsbereichs zuständig. Bislang gibt es an diesem Morgen keinerlei Hinweise auf eine Störung oder andere Vorkommnisse. Doch irgendwann wundert sich der Kernphysiker, wo seine Kollegen bleiben. Er kehrt zurück zur Personenstrahlungsmessung und traut seinen Augen kaum. Inzwischen hat sich eine lange Schlange gebildet. Bei jedem Arbeiter, der den Sicherheitsbereich betreten will, geht der Alarm los. Clifford überkommt ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt nicht. Ist wirklich nur der Detektor kaputt oder geht etwas ganz anderes vor sich? Das erschien mir wirklich komisch. Ich hatte natürlich noch die Szene vom Morgen vor Augen, mein Problem mit dem Detektor. Aber jetzt kam ja wirklich keiner mehr durch. Also habe ich mir von einem der Männer einen Schuh ausgeliehen. Der Kernphysiker beschließt, der Sache nun endgültig auf den Grund zu gehen.
Dabei soll ihm der Schuh eines Arbeiters helfen. Er nimmt ihn mit und eilt in sein Labor, um eine Probe auf Strahlung zu untersuchen. Die Messung bestätigt einen ungeheuerlichen Verdacht. Normalerweise erscheint bei diesem Analyseverfahren eine gewisse Anzahl an Ausschlägen, die sich langsam aufbauen. Je schneller das passiert, desto höher ist die Strahlung. Und diesmal stiegen sie furchtbar schnell. Als die Messung beendet war, konnte ich Atome erkennen, die im Kühlwasser von Forsmark gar nicht vorkamen. Ich dachte mir, das ist völlig abnormal. Es musste etwas Merkwürdiges passiert sein. Und an diesem Punkt begriff ich zum ersten Mal, dass nichts so war, wie es sein sollte. Clifford informiert seinen Vorgesetzten. Trotz der merkwürdigen Strahlung glauben beide an einen Unfall in Forsmark. Das Kraftwerk wird sofort evakuiert. Ein Großteil der Arbeiter verlässt die Anlage noch in den Vormittagsstunden. Wir bitten den heute 59-jährigen Clifford, mit uns noch einmal an den Ort des Geschehens zu fahren. Warum glaubte er damals an einen Vorfall in Forsmark, obwohl die Anzeichen dagegen sprachen? Es war einfach der naheliegendste Gedanke, dass die radioaktive Strahlung aus Forsmark kommen musste. Das war zumindest damals meine Meinung. Doch kurz vor der Ankunft erzählt uns Clifford von einer weiteren Theorie, die ihn damals sorgte. Naja, kurz habe ich darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine atomare Explosion gegeben haben könnte, ob irgendjemand irgendwo eine Atombombe gezündet hat. Schließlich erreichen wir den Ort des Geschehens, Forsmark. Hier durchlebte Clifford vor 30 Jahren die wohl angsteinflößendsten Minuten seines Lebens, auf der Suche nach der Ursache der mysteriösen Strahlung. Denn im Gegensatz zu seinen Kollegen bleibt der Kernphysiker damals vor Ort und untersucht die Anlage auf Schäden. Doch seine Bemühungen bringen kein Ergebnis. Im gesamten Kraftwerk ist nicht der kleinste Anhaltspunkt für die Ursache der erhöhten Strahlung zu finden. Ich musste das machen. Es war meine Aufgabe, die freigesetzten Stoffe zu untersuchen. Also entschloss ich mich, eben zu bleiben, weil ich es für wichtig hielt. Die Situation war einfach verrückt. Beide Reaktoren liefen. Die gesamte Umgebung war schwer verstrahlt. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir wirklich fieberhaft daran gearbeitet, den Fehler zu finden. Aber wir fanden ihn einfach nicht. Clifford und sein Vorgesetzter sind ratlos. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die schwedische Atomaufsichtsbehörde über den Vorfall ohne Ursache zu informieren. Ich muss einen Vorfall melden im Kraftwerk Forsmark. Man konnte es nicht sehen und nicht fühlen. So gesehen war es eine abstrakte Bedrohung. Aber wenn man die Ausrüstung und das Wissen hat, kann man natürlich Messungen anstellen, die einem sehr wohl darüber Auskunft geben, ob es einen Grund zur Sorge gibt oder nicht. Und die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Messstationen im ganzen Land werden dies wenig später bestätigen. Die Analyse der Strahlung ergibt, dass es sich nicht um die Auswirkungen einer Atombombe handeln kann. Die Atomaufsichtsbehörde untersucht die Windrichtung der radioaktiven Wolke. Sie kommt aus Südosten. Hier, 1500 Kilometer entfernt, liegt das sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl. Es steht ein schwerwiegender Verdacht im Raum.
Zur selben Zeit in Moskau. Schwedische Diplomaten üben massiven Druck auf die sowjetische Regierung aus. Die radioaktive Wolke muss hier ihren Ursprung haben. Doch die Sowjetunion streitet zunächst alles ab. Erst in den Abendstunden wird man eine Meldung veröffentlichen. Die Tagesschau berichtet noch am selben Tag. An einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf. Durch die radioaktive Strahlung sollen auch Menschen zu Schaden gekommen sein. Weiter heißt es in der Meldung, den Betroffenen werde Hilfe geleistet. Es wird aber nicht gesagt, wann sich das Unglück ereignet hat oder wodurch es verursacht wurde. Die Nachricht von dem Unfall erreichte Clifford damals noch in Forsmark. Als wir dann hörten, was passiert war, fühlten wir uns sehr schlecht. Denn wir waren nicht derselben Strahlendosis ausgesetzt wie die Menschen um Tschernobyl. Die Sorge um die Betroffenen war berechtigt. Die dem Atomkraftwerk Tschernobyl am nächsten gelegene Stadt Pripyat mit ihren 50.000 Einwohnern hatten die Behörden erst 36 Stunden nach der Katastrophe evakuieren lassen. Die radioaktive Wolke erreichte Deutschland am 29. April und ging in Form intensiver Regenfälle vor allem im Süden nieder. Noch immer sind Pilz und Wild dort belastet. Das Ereignis in Tschernobyl ist der erste nukleare Unfall mit katastrophalen Ausmaßen. 30 Jahre später ist Clifford Robinson Vater. Seine Arbeitsstelle in Forsmark hat er kurz nach der Katastrophe gekündigt. Wie viele wertvolle Stunden wären damals ohne seine Nachforschungen wohl noch vergangen? Schwer zu sagen. Trotzdem bleibt er bescheiden. Das Einzige, was ich getan habe, war zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort zu sein. Ich habe nicht wirklich etwas entdeckt. Natürlich war es ein besonderer Tag, von dem ich hoffe, ihn nie wieder erleben zu müssen. Aber meine Rolle war nicht wirklich wichtig. Wir sehen das anders und sagen: Danke, Clifford Robinson. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.